so. Das ist so krass. Und da kann ich euch als Vater einfach nur empfehlen, geht verdammt nochmal mit, ja. Scheiß drauf, ja. Schreibt krank oder sonst irgendwas, ja. Aber geht da mit. Es kann nicht sein, dass der Vater da überhaupt kein Interesse daran hat, ja. Ich finde das so traurig. Und das ist auch etwas, wo ich jetzt auch drauf eingehen möchte, was ich total schade und traurig finde. Ja, wir sind in einer Welt, wo wir immer mehr Gleichberechtigung wollen, vor allem aus Frauenseite, ja, was ich auch verstehen kann und was auch gut ist. Aber bezüglich Gleichberechtigung auf männlicher Seite, da passiert irgendwie nicht so viel. Und da ist mir dann tatsächlich sehr viel aufgefallen, dass es da irgendwie stark noch hapert. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man sagt, ja, der Mann interessiert sich da sowieso nicht für. Weil ich finde, die heutigen, hallo Leo, die heutigen Männer sind doch viel einfühlsamer und sensibler als wie früher. Zumindest gehe ich mal davon aus, ja. Und mir ist es aufgefallen, dass man immer so ein bisschen zur Seite geschoben wird irgendwie und nicht so richtig teilhaben darf. Für mich war es auch sehr schwierig. Es dreht sich im Prinzip momentan alles um die Frau, ja. Keiner fragt mich, wie geht's dir damit? Hast du irgendwelche Probleme? Was machst du so durch? Hast du irgendwelche Gedanken, Sorgen, Ängste? Keiner fragt mich, außer Xilin selber, ja. Das Einzige, was ich immer zu hören kriege, ist, oh, herzlichen Glückwunsch. Oder wenn überhaupt, ja, also das, selbst das passiert schon teilweise gar nicht. Egal, ob das jetzt Freunde, Verwandte, Kollegen oder sonst irgendwer ist, ja, man kriegt absolut nichts als Mann ab, irgendwie im Prinzip, ja. Und das finde ich ein bisschen schade, irgendwie, dass das so ist, ja, weil ich meine, ich mache natürlich nicht so viel durch wie jetzt die Mutter in dem Fall, ja, die muss die ganze Entwicklung durchmachen und diese Übelkeit und so weiter, ja. Klar, das ist eine Meisterleistung, ganz ehrlich. Aber der Mann soll ja mitmachen, der soll ja dabei sein. Aber wenn man den immer so wegschiebt, ja, und sagt so, ja, pff, du spielst aber auch gar keine Rolle, ja. Du bist der Samenspender, aber mehr bist du auch nicht. Dann kein Wunder, warum der sich nicht integriert und mithilft und sonst irgendwas. Wenn der einfach mit einbeschlossen wird, ja, dann macht er das freiwillig, mitzugehen, mitzuhelfen. Und das raff ich einfach nicht. Und das ist überall so, ja. Wir waren bei der Hebamme, ja, und da hieß es dann, ich glaube, 10 Termine oder sowas hat man da, wo so Schwangerschaftsvorbereitungen, wo es dann hieß, ja, der Mann darf nur bei 2 Terminen mit. Die anderen Termine darf der Mann nicht mit. Dann denke ich mir, hä? Wieso denn nicht? Warum darf der Mann denn dann da nicht mit? Ich finde, das ist wichtig, dass der mit darf. Ich weiß nicht. Wenn eine Notsituation ist oder irgendwas ist oder sowas, ja, die Frau, die kriegt gerade ihre Wehen oder sonst irgendwas, die kann doch dann in dem Moment auch nicht mehr richtig klar denken. Deswegen sehen da ja so viele Leute drumherum und die sagen, mach dies, mach das. Und wenn der Mann, der Lebenspartner, mit dem sie so lange zusammen ist, ja, und mit dem sie das ja alles durchgeht und durchstehen muss, ja, die Vertrauensperson schlechthin nicht weiß, was die Mutter machen soll, wer denn dann? Und ich finde das voll wichtig, dass der dann einfach sagen kann, du musst jetzt so und so machen, du musst jetzt so und so machen, du musst das und das machen. Klar, er kann es nachlesen und die Mutter erzählt das dem Vater ja dann auch und so weiter. Aber trotzdem, wenn der einfach dabei sein kann von Anfang an, der gehört doch einfach dazu, finde ich. Warum trennt man das? Ja, ihre Antwort war, weil ich habe dann gefragt, warum darf ich denn nicht mit? Ihre Antwort war, weil da sitzen ja dann 10, 15 Frauen drin und wenn da 10, 15 Männer noch zusätzlich drin sitzen, ist das Problem, dass viele Frauen sich da nicht trauen, offen zu reden. Kann ich verstehen. Kann ich sogar tatsächlich vollkommen verstehen. Ja, also das, ich meine, das kann ich verstehen, weil ich wollte auch nicht über meinen Pipi-Mann die ganze Zeit über fremde Menschen reden wollen, ja, mit fremden Menschen, ja, also oder was halt so damit zu tun hat, ja. Das kann ich voll ganz verstehen. Und dann hat sie halt gesagt, aber du kannst ja, sie können jederzeit außerhalb dieser Kurse mit mir reden über solche Sachen. Ja, gut, das geht natürlich auch, aber die Frauen könnten das ja theoretisch auch.
denke ich mir jetzt so. Aber ich bin ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Es ist für mich auch in Ordnung, ja. Ich habe da volles Verständnis für und vollen Respekt davor. Aber ich finde es trotzdem schade. Bin ich ganz ehrlich, weil ich gehöre dazu einfach, oder? Ich weiß nicht. Und man wird von allen Seiten irgendwie gefühlt, so, ja, der Mann hat einfach nicht so viel damit zu tun. Und das tut weh. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ich finde, ich suche so ein bisschen meinen Platz. Was ist meine Aufgabe, ja? Was ist meine Aufgabe, außer den Samen zu spenden, ja, sozusagen. Das ist für mich, was echt schwierig ist. Und deswegen versuche ich auch so viel mitzuwirken und mitzuhelfen und so viel zu tun, wie ich nur kann. Und ja, so Sachen wie mit Getränken besorgen oder gucken, was sie essen kann oder was ich halt Rücksicht drauf nehme. Zum Beispiel hat sie gesagt, ich soll immer Obst abwaschen. Ja, mache ich. Ja, ich wasche immer das komplette Obst einfach ab, weil da können so Fruchtfliegeneier drauf sein, die können schlecht sein für eine schwangere Frau. Deswegen wasche ich das immer. Oder auch Sachen wie, zum Beispiel darf sie kein Wein trinken oder Alkohol generell, ja. Da habe ich einmal einen Fehler gemacht, habe ich nicht dran gedacht. Ich habe was gekocht mit Bratensoße und so weiter, habe ein bisschen Wein rein. Und das konnte sie dann nicht essen. Oder beziehungsweise sie hat sogar gegessen. Sie hat selber ja auch in dem Moment nicht dran gedacht. Und da war Wein drin. Ja, es verkocht natürlich ein bisschen. Normalerweise passiert nichts, aber es kann was passieren. Und daran habe ich halt nicht gedacht. Und jetzt denke ich halt dran, dass das halt einfach nicht geht. Und das ist halt schade, ja. Wenn man den doch gleich komplett mitnehmen würde, dann würde das vielleicht gar nicht passieren, denke ich mir. Ja? Wenn man gleich sagt, ja, der Mann muss mitmachen, der muss mitarbeiten, mitdenken, mithandeln, mit dabei sein, dann denkt er auch ganz anders über diese Materie und geht nicht einfach saufen oder so, ja, sondern nimmt einfach ein bisschen Rücksicht, ja, weil das dann einfach ein geteiltes Leid ist, einfach, ja, und dann ist das für die Mutter ja auch einfacher, wenn der Mann einfach aktiv auch mitmacht, wenn der einfach immer dabei ist. Und das finde ich komisch, dass man das so trennt irgendwie, ja, weiß nicht. Und auch so beim Frauenarzt oder sowas, ja, da wird immer die Mutter angeguckt, ja, auch wenn es mich so irgendwie indirekt betrifft, ja, ich bin gar nicht da im Prinzip und das ist halt echt mega schade und da fühle ich mich dann so ein bisschen fehl am Platz, auch beim Frauenarzt, da denke ich mir, oh Gott, jetzt bin ich beim Frauenarzt, darf ich überhaupt mit? Natürlich darf ich mit und darf ich gucken und schauen, wie sich das Kind entwickelt, aber man fühlt sich trotzdem irgendwie falsch, weil man nicht integriert wird richtig. Und das ist halt, das ist das, was mich am meisten stört. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Naja, gut. So. Ja, Übelkeit hat dann so langsam auch mal wieder nachgelassen. Das finde ich gut. Und sie natürlich auch super gut. Ja, man hat auch schon so die ersten Namen überlegt. Ja, was war so für Namen? Man hat auch schon so ein paar Favoriten. Ja, ist auch voll schön. Man hat auch schon so die Kleinigkeiten besorgt, sowas wie Kinderwagen, überlegt sich schon mal, wie man die Zimmer aufteilt oder ich bin momentan auch ein bisschen am Gucken wegen Auto, ja, man braucht mehr Platz, also braucht man ein größeres Auto, in unseren Kofferraum geht der Kinderwagen so schlecht rein, den wir gekauft haben und deswegen sind wir momentan am Gucken, ob wir uns so ein Mini-SUV oder einen großen SUV kaufen, mal schauen. Ja, lauter so Sachen halt, ja, man macht sich Gedanken, wird es ein Mädchen, wird es ein Junge, das wissen wir noch nicht, erst im Januar dann, überlegt, wie wird man es erziehen, was wird man machen, ja, also so, zum Beispiel, ich bin ja ein Mensch, der sagt, ja, auch wenn es ein Mädchen wird, ich will mit dem Mädchen handwerken, ja, es gehört einfach dazu, Xilin hat gesagt, dass ihr Vater mit ihr auch immer gehandwerkt hat und dass sie es geliebt hat, das werde ich auch machen, ja, ein Kind muss, wenn es erwachsen wird, einfach lernen, mit einem Schraubenzieher, mit einer Säge oder mit einer Bohrmaschine umgehen zu können. Egal, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Ja, es spielt für mich keine Rolle. Ich mache diese Klischees nicht mit. Und das muss einfach beides können. Muss es einfach können. Ja? Handwerkliche Sachen muss es einfach können, damit es sich wegen jeden Scheiß einen Handwerker anrufen muss. Ja? Das, finde ich, gehört einfach dazu zur Entwicklung. Und deswegen nehme ich das auch mit. So. Und für mich spielt es auch keine Rolle, ob der Junge
Mit Barbie spielen oder mit Autos, ist mir egal. Wenn er mit Puppen spielen will, soll er mit Puppen spielen. Ja, ist mir wurscht. Wenn das Kind, weil, wenn das Mädchen mit Autos spielt, sagt auch keiner was. Ja, wenn es mit Barbie spielt, dann auch nicht. Also, warum soll der Junge dann nicht mit Puppen spielen dürfen? Also, verstehe ich nicht. Ja, diese Klischees, die werde ich gar nicht erst anfangen und auch nicht mitmachen. Klar, wenn das Kind lieber Barbie spielen will, als mit Autos spielen, dann soll das das tun. Ja, da sage ich nichts. Aber ich werde nicht sagen, du bist ein Mädchen, du darfst nicht mit Autos spielen. Du bist ein Junge, du darfst nicht mit Puppen spielen. Spinnst du? Also ich finde, da geht ja wohl los hier. Was soll das damit spielen, womit es spielen will? Und da werde ich kein Klischee mitmachen. Auch dieses, ja, ein Mädchen muss rosa tragen, ein Junge muss blau tragen. Na, das mache ich nicht. Ganz sicherlich nicht. Ich finde das Quatsch. Also, weiß ich nicht. Muss nicht sein. Also, finde ich Quatsch. Was soll das anziehen, was ihm steht und was gut aussieht und was es anziehen will? Gut, in jungen Jahren kannst du das nicht entscheiden, aber dann später, ne? Soll schon sich selber entwickeln und selber entscheiden. Das gehört ja einfach auch ein bisschen zur Selbstständigkeit dazu, finde ich. Ja, genau, solche Gedanken macht man sich schon mal. Ja, ich habe dann auch schon die ersten Erfahrungen gemacht mit Hormonen. Also nicht meine Hormonen, sondern Xialins Hormonen. Der Bauch wächst, die Brüste werden größer. Was ich sehr überraschend finde, dass die Brüste jetzt schon so enorm wachsen. Ja, also. Das habe ich echt nicht erwartet. Mir war das bewusst, dass da ja was ein bisschen passiert, aber dass das so krass ist, hätte ich nicht gedacht. Und dass das so früh ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Das finde ich interessant. Die Laune von der Xialin, die ist ein bisschen angespannt, muss ich sagen. Auch wenn sie das jetzt anschaut, ist nicht böse gemeint, aber ich habe so ein bisschen Gefühl, dass sie ab und zu leicht reizbar ist, auch wenn ich aus meiner Sicht nichts mache, was sie reizen sollte. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt reizbarer ist. Ja? Was ja an sich okay ist. Ich kann mit sowas eigentlich, gehe ich mal davon aus, ganz gut umgehen. Ich bin ein Mensch, der sich dann nicht davon unterkriegen lässt und dann voll auch explodiert oder sowas und dann voll der Streit entsteht, sondern ich bin eigentlich ein Mensch, der dann sagt, okay, ich sehe das eher sachlich, sie findet das gerade doof. Entweder versuche ich dann es zu beseitigen, was sie doof findet, ja, ich komme darauf an, was es ist, oder ich sag mir dann, okay, ja, hat sie halt gerade eine schlechte Laune, macht ja nichts, kenne ich ja auch von mir, geht mir ja genauso. Manchmal hat sich schon selber gesagt, ja, vielleicht sind es jetzt auch gerade die Hormone, aber das nervt mich jetzt, ja. Also, ich meine, klar, gehört dazu, ja. Ich bin kein Mensch, der das nachtragend sieht oder der voll explodiert oder sowas, sondern ich sehe das eigentlich relativ locker und ich glaube, dass wir das eigentlich ganz gut hinkriegen. Nur, genau. Ist jetzt ein paar Mal vorgekommen, wo ich mir dann auch ab und zu gedacht habe, mein Gott, mach dir wieder aus der Flagge einen Elefanten. Aber ja, ich sehe das eigentlich relativ locker. Ja, genau. Ansonsten läuft's ganz gut. Macht Spaß. Es ist ein sehr tolles Erlebnis, muss ich sagen. Ich freue mich schon sehr drauf. Die Hälfte ist ja schon fast geschafft. Also das kommt ja auch noch hinzu. Man macht sich jetzt auch schon so ein bisschen Gedanken, in welches Krankenhaus man geht. Man sollte so Sachen wie drauf achten, was für Geburtsmöglichkeiten es gibt. Es gibt ja Schwangerschaftsgeburten, Wassergeburten, stehend, sitzend, liegend, Hocke, was weiß ich, kenne ich alle nicht. Aber es gibt so viele. Und ja, manche Krankenhäuser bieten alles an, manche bieten nur eins, zwei Sachen an. Und auch was großes Thema ist, zum Beispiel, wenn es eine Frühgeburt gibt, wo geht man da dann hin? Ja, hier gibt es wohl in der Nähe kein Krankenhaus, die das machen, aber etwas weiter weg gibt es eins. Da sollte man natürlich auch ein bisschen drauf achten. Ja, ob sie ein Familienzimmer haben oder ob man damit nicht Familienzimmer sitzt, sondern auf einem normalen Krankenbett. Lauter so Sachen. Klar, das sind lauter so Themen, die man halt dann so durchgeht. Auch diverse Dinge wie zum Beispiel Impfungen und so, das ist halt alles so schwierig. Wir hatten jetzt auch so ein großes Thema, was echt schwierig war,
was wir auch schon abgeschlossen haben, ist die, wie heißt's? Mir fällt der Name nicht ein, aber da kann man, heißt es Trisomie? Trisomie heißt es, glaube ich, oder? Trisomie, glaube ich, heißt es. Da kann man diverse Tests machen, wo man Trisomie ausschließen kann oder feststellen kann, die aber wohl nur auf Statistiken zurückgreift. Also sprich, man schaut die Nackentransparenz transparent an und die Steißbeinlänge irgendwie und dann schaut man, welche Statistiken es gibt und kann dann sagen, okay, mit diesen Werten ist eine Wahrscheinlichkeit zu einer Trisomie gegeben oder nicht. Das kostet sehr viel Geld, das übernimmt nicht die Krankenkasse. Und ja, da haben wir lange, 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 lange überlegt, ob wir das machen oder nicht. Und es war echt schwierig, weil wir haben dann gesagt, ja, natürlich möchten wir kein behindertes Kind. Wenn es da ist, dann ist es da, dann werden wir uns auch darum kümmern, so ist es nicht. Aber im Endeffekt will jeder ein gesundes Kind. Also im Prinzip will keiner ein ungesundes Kind. Und ja, was macht man, wenn man es dann weiß, dass es vielleicht ungesund sein könnte? Abtreiben ist ja eigentlich auch keine wirkliche Option für uns gewesen. Und was bringt uns dann diese Informationen und lauter so Sachen halt? Und ja, wir haben uns dann dazu entschlossen, diesen Test nicht zu machen. Und wir haben aber diverse andere Tests machen lassen, sowas wie Bluttests, aber jetzt nur bei der Mutter und so. Und die Frauenärztin konnte dann auch gucken, dass das Kind soweit gesund aussieht. Und wir haben dann gesagt, das ist eigentlich Quatsch. Also man muss nicht alle Informationen mitnehmen, die man mitnehmen kann und kriegen kann und sich damit verrückt machen. Dass wir dann einfach gesagt haben, nee, wir lassen das. Wir sind beide kerngesund, unsere Eltern sind kerngesund, unsere Großeltern sind kerngesund. Wird schon nicht schief gehen. Und wenn doch, dann ist es halt so, ist zwar doof, klar, das wird nicht lustig, aber es hätte sowieso wahrscheinlich nichts geändert. Und dann ja, macht man sich nur unnötig verrückt und dann kommt vielleicht sogar noch was Falsches raus. Ja? Hätte auch sein können, dass das Kind kerngesund geworden wäre, aber der Test hätte gesagt, das Kind wird krank. Und wer weiß, vielleicht hätten wir es dann doch abgetrieben und dann haben wir ein ungesundes Kind abgetrieben. Wir würden es zwar nicht wissen, aber trotzdem, ja, diese Gedanken sind dann im Kopf. Es könnte auch andersrum sein, ja. Die sagen, das Kind soll kerngesund werden, ja, und kommt dann auf die Welt und es doch hat es dann trotzdem. Und es gibt ja noch tausend andere Sachen, die es kriegen kann. Herzfehler und Frühgeburten und was es da alles gibt. Ja, da kann man sich dumm und dämlich sorgen, ja, also wirklich. Und weshalb wir gesagt haben, wir machen uns da gar nicht verrückt, ja, lass es auf uns zukommen und dann sehen wir weiter. Bei anderen funktioniert es auch und hofft mal einfach, dass es gut wird. Und wir haben auch das Gefühl, dass alles gut wird und ja, wird schon werden, denke ich. Ja, boah, jetzt haben wir so viel geredet, krass, oder? Und jetzt wisst ihr so ein bisschen, was meine Sorgen sind und was ich so durchgemacht habe bisher. Es werden jetzt viele interessante Wochen noch werden, auf jeden Fall. Ich werde schauen, dass ich das nächste Video nicht so lange hinauszögere. Es ging jetzt einfach nicht. Ich habe ja jetzt auch einen Nebenjob angefangen, um noch einen Geldpuffer aufzubauen. Ist ja auch alles nicht so günstig, ja. Weshalb ich noch eine Nebentätigkeit angefangen habe, weshalb das zeitlich alles so ein bisschen kacke läuft. Muss ich ehrlich sagen, ja, ich komme mit meinen Videos, also mit meinem Let's Play-Kanal kaum hinterher, mit den Vlogs komme ich auch nicht hinterher, weshalb das alles so ein bisschen schwierig läuft, aber ich will einfach schauen, dass ich regelmäßig jetzt Videos mache, damit ihr einfach up to date seid. Und ja, im nächsten Video oder in den nächsten Videos besprechen wir dann auch mal ein paar Tipps, wie zum Beispiel diverse Artikel zu besorgen, sowas wie Kinderwagen. Oder Wickelkommoden und Heizstrahler und was es so alles gibt, was man alles so braucht, wenn man ein Kind erwartet. Und auch Thema Windeln und Impfungen und oh, das wird ein Lied, sage ich euch. Ja, genau. Ihr dürft mich begleiten dabei. Ich gehe jetzt mit dem Hund kurz raus, weil der will, glaube ich, raus. Und ja, dann wünsche ich euch noch schöne Weihnachtsfeiertage. Ja, oh, komm mal her. Ja.
Ja, mein kleiner Leo, ja. Musst du kacken oder pinkeln? Oder beides? Gehen wir gleich raus. Und ja, ich hoffe, ihr seid einfach mit dabei. Wenn ihr Fragen oder Ideen oder sonstiges habt, ja, einfach schreiben. Letztens hatte eine coole Idee mit den Erwartungen, dass wir mal ein Video machen, was unsere Erwartungen sind und dann in einem Jahr schauen, wie die Realität ausschaut. Das finde ich gut, das werden wir auch machen. Also einfach mal reinschauen und ja, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.